to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me. This world is only what you want. Hi Leute! Hier ist wieder John Klar, na, geht's? Heute ist das Thema Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist ja jetzt nicht gerade das Beste, das wissen wir. Das ist aber auch nicht unbedingt nur schlecht. Jetzt haben wir natürlich einige Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Erste und Wichtigste, meiner Meinung nach, ist, dass wir die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Das heißt, jeder hat selbst die Verantwortung dafür, ob er gesund ist oder ob er krank ist. Jeder verursacht seine Krankheiten auch selbst im Prinzip. Bis auf äußere Einflüsse wie Gifte und so weiter, die wir nicht kontrollieren konnten. Aber alles, was wir zu uns nehmen, können wir ja vorher prüfen. Und wir können auch vorsichtig damit umgehen, dann sind selbst Gifte auch Dinge, mit denen man umgehen kann. Vorausgesetzt, man trinkt genug Wasser und genug Vitamine zu sich. So, der erste Irrtum ist natürlich, dass wir glauben, dass jemand anderes uns heilen könnte. Vor allem ein Medikament vielleicht oder ein Arzt uns einfach heilen könnte. Das stimmt nicht. Wir können uns nur selbst heilen im Prinzip. Der Körper hat Selbstheilungskräfte und die kann er einsetzen. Wie er die einsetzt, hängt ganz davon ab, wie der Körper, wie gut es dem Körper geht und wie schnell eben die richtigen Stoffe an der richtigen Stelle sein können, beziehungsweise wie viel Energie der Körper dazu hat. Ein Arzt oder ein Heiler, ein Homöopath oder auch ein Geistheiler kann eben immer nur dabei unterstützen, den Weg zur Heilung zu finden. Und den Weg eben auch bereiten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Operation nötig ist, dann kann diese Operation dazu führen, dass der Körper eine Hürde nimmt. Aber die endgültige Heilung muss der Körper immer selbst vollziehen. Das gilt natürlich nicht für künstliche Gelenke, aber wie gut die funktionieren, findet ihr schnell heraus, wenn ihr die Leute fragt, die welche haben. Die sind nicht perfekt, das ist nicht das gleiche wie ein echtes Gelenk. Daher ist es zu empfehlen, eben das möglichst zu vermeiden. Ja, und natürlich auch homöopathische Mittel sind wirksam in der Heilung. Nicht nur, weil wir glauben, dass sie wirken, sondern auch, weil sie tatsächlich wirken. Testen konnte man das an Bienen, die auch durch homöopathische Mittel geheilt werden konnten. Ja, das zweite ist niemals einfach den Ärzten glauben, was sie euch sagen, oder irgendwelchen Medizinpersonal einfach so glauben, sondern erstmal prüfen, nachfragen, hinterfragen, sich selbst informieren und eine zweite oder sogar eine dritte Meinung von anderen Ärzten einholen. Vielleicht auch mal eben Ärzte, die auch in Naturheilpraxis bewandt sind und also eben nicht nur Standard-Schulmediziner fragen, vielleicht immer zwei verschiedene Meinungen einholen. Und manchmal findet man ja sogar noch einen dritten Weg, dadurch, dass man einfach die beiden Meinungen kennt und dadurch noch eine andere Lösung findet, die irgendwo dazwischen liegt, zwischen den beiden Möglichkeiten. Ja, jeder muss seinen Weg zur Heilung eben selbst finden. Das bedeutet eben auch Verantwortung übernehmen. Bei Impfungen sollte man extrem vorsichtig sein, gerade heutzutage, denn in vielen Impfstoffen sind Gifte drin und man sollte sich vorher, bevor man sein Kind oder sich selbst impfen lässt, genau informieren, welche Giftstoffe in diesen Impfstoffen drin sind und herausfinden, ob es nicht andere Möglichkeiten der Impfung gibt. Eine bevorzugte Art der Immunisierung ist die direkte Immunisierung, dadurch, dass man
eben mit einem gesunden Organismus sich konfrontiert mit eben Verschmutzung und Bakterien und dadurch eben immun wird. Das heißt, es stärkt das Immunsystem dadurch, dass man eben äußeren Umständen ausgesetzt ist und nicht alles desinfiziert die ganze Zeit. Das heißt natürlich auch nicht, dass man unhygienisch leben soll, das tue ich auch nicht, aber es hilft dabei, gesund zu bleiben, wenn man ab und zu auch mit Bakterien in Kontakt kommt. Da wir ja sowieso mit Bakterien in der Symbiose leben und die Milchsäurebakterien auf unserem Körper eben auch für unsere Gesundheit sorgen. Es gibt auch die Möglichkeit, übrigens Infektionen vorzubeugen, indem man effektive Mikroorganismen nutzt. Das sind ganz spezielle Milchsäurebakterien, die kann man auch in der Apotheke bestellen, das heißt EM. Da gibt es auch ein ganzes Buch zu und die helfen eben dabei, gesund zu bleiben, weil sie dafür sorgen, dass die Bakterien, die uns im Körper schaden, nicht so viel Einfluss haben, beziehungsweise nicht durch unser Schutzfeld quasi aus gutartigen Milchsäurebakterien durchdringen können. Und dadurch kann natürlich auch keine Infektion oder Krankheit innerlich ankommen und entstehen. Denn diese Bakterien überlagern einfach die bösartigen Bakterien und dann sterben die, fressen ihnen quasi das Essen weg. Ja, dann alle kochen nur mit Wasser, alle Mediziner kochen nur mit Wasser, Ärzte sind keine Götter, sondern einfach nur Menschen und die haben natürlich einen großen Wissensschatz, der aber auch nicht immer richtig ist. Und auch Ärzte machen Fehler und deswegen sollte man eben, wie gesagt, selbst die Verantwortung übernehmen. Und auch was das angeht, oftmals ist es so, dass man nur zu wenig trinkt. Viele Krankheiten werden dadurch ausgelöst, weil das ein Dauerzustand bei vielen Menschen ist. Ich weiß zum Beispiel, dass bei türkischen Ärzten es folgendermaßen ist, dass sie eben wohl als allererstes mal ein halbes Liter Wasser zu trinken geben. Und wenn die Beschwerden nach einer halben Stunde oder einer Stunde immer noch vorhanden sind, dann gucken wir erst genauer nach, was es ist. Zellen, es ist was sehr Gutes. So, dann ist meine Erfahrung auch, dass alte Hausmittel und Kräuter definitiv bei den meisten Erkältungen, die man so im Jahr hat, am besten wirken. Das heißt, wie den meisten bekannt ist, Salbei, Pfefferminz, Ingwer, Fenchel und so weiter, macht die ganze Palette voll. Es ist einfach das Beste, was man nutzen kann, um den Körper gesund zu halten. Und auch wenn man schon krank geworden ist, 2-3 Liter Ingwertee und die verstopfte Nase fühlt sich schon ganz anders an. Und wenn man über einen ganzen Tag eine Kanne nach der anderen davon trinkt, man kann ja noch Honig dabei tun, was ohnehin sehr gut desinfizierend noch wirkt, also antibakteriell, hat man im Endeffekt den wunderbaren Effekt, dass man schon nach wenigen Tagen die Krankheit los wird oder vielleicht auch gar nicht erst richtig krank wird, wenn man gerade erst anfängt, eine Erkältung zu bekommen. Ja, und die Grundpfeiler der Gesundheit sind natürlich Bewegung, Abwechslung, ne, nicht immer das Gleiche tun und essen und trinken und Meditation, denn in der Meditation sorgt man dafür, dass man sich eben mit der Quelle der Energie verbindet, mit der göttlichen Quelle, und die versorgt den Körper so gleichmäßig und gut mit Energie, dass eben Krankheiten vorgebeugt werden. Das heißt, man wird gar nicht erst krank. Bewegung auch deswegen natürlich, vor allen Dingen dann, wenn man Energieflussübungen wie Qigong oder Tai Chi macht oder auch Yoga, sind alles Energieflussübungen, die dafür sorgen, dass der Körper harmonisch, gesund und ausgeglichen bleibt und dass der Blutfluss und der Lymphfluss
und auch der restliche Energiefluss im Körper immer gleichmäßig und gut läuft. Und und Blockaden lösen sich bei dieser Art von Bewegung eben auch auf. Daher, und das ist auch gleichzeitig die Vorbereitung, die man braucht, um in Ruhe meditieren zu können. Denn wenn der Körper ständig Beschwerden bereitet, dann kann man sich natürlich nicht gut auf die Quelle konzentrieren. Ja, ich würde sagen, das war's für heute und bleibt gesund.